Oberstaatsanwalt Roman Reusch kennt die meisten harten Kids von Berlin. Seit 3 Jahren kümmert er sich allein um jugendliche Intensivtäter. Die begehen oft schon mit 10, 11 ihre erste Straftat. Reusch kann dann nur zusehen, ihm sind die Hände gebunden. Das Gesetz will es so, für Reusch dringend reformbedürftig. Wir haben ein großes Problem im Bereich der Kinder, der nicht Strafmündigen, weil mit denen können wir halt nichts machen, weil sind nun mal nicht strafmündig. Da müsste man sich dringend was einfallen lassen, denn viele meiner Kunden, sage ich mal, die kommen halt, wenn sie 14 sind, mit einer bereits mehrjährigen kriminellen Karriere an. Und das sind keine Einzelfälle. Und Reusch kommt immer mehr Intensivtätern auf die Spur. 2005 waren es bereits 430. Schätzungen liegen bei mehreren tausend. Die Mehrzahl der Täter hat einen sogenannten Migrationshintergrund, 77%. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie der Gewerkschaft der Polizei und einer Berliner Fachhochschule. Viele arabisch- oder türkischstämmige Jugendliche fänden solche Anhäufungen krimineller Delikte durchaus cool. Natürlich sind kriminelle Karrieren von 100, 200, 300 Straftaten, die dann eigentlich sanktionslos bleiben oder fast sanktionslos bleiben, auch ein Ansporn für andere. Man ist der Held, man zeigt es diesem Staat mal so richtig und der lässt es sich auch gefallen. Selbst wenn die Polizei die Kids auf frischer Tat ertappt, hat dies nicht unbedingt Konsequenzen, erzählt uns ein Fahnder, der unerkannt bleiben will. Der letzte, den er geschnappt habe, sei 11 Jahre alt gewesen, mit 60 registrierten Straftaten. Den Jungen nehmen wir halt mit und schimpfen mit ihm und dann übergeben wir ihn den Eltern. Und dann? Na, das war's. Wir schreiben einen Bericht dazu. Tja, und den Jungen sieht man dann am nächsten Tag wieder und wird dann freundlich von ihm gegrüßt. Die Jungs lernen, dass ihre Taten ungestraft bleiben, bis mit 14 die ersten Erziehungsmaßnahmen greifen. Oft erfolglos. Viele Intensivtäter landen am Ende dennoch im Knast. Unsere jungen Männer sind sehr erfahren im Umgang mit Erziehungspersonen im weitesten Sinne, weil sie haben schon alles durch. Aber das sieht unser Gesetz so vor. Das steht da so drin. Das heißt, erst wenn alles versucht worden ist, kommt der Jugendstrafvollzug. Soweit, meint Roman Reusch, müsse es zumindest bei ausländischen Jugendlichen eben nicht kommen. Es müssen die Abschiebungshemmnisse, die da sind und die sich völkerrechtlich, von der völkerrechtlichen Lage her beseitigen ließen, die müssten beseitigt werden. Von der Münchner Kripo wurde ich dahingehend informiert, dass nach der Abschiebung des hochberühmten Mehmet die vergleichbare Kriminalität vergleichbarer Jungtürken dramatisch gesunken ist. Wir verschenken also durch unnötigen Abschiebungsschutz ein erhebliches Abschreckungspotenzial. Ein Oberstaatsanwalt redet Klartext, auch weil er an ein Rechtssystem glaubt, das viele nur schamlos ausnutzen.